Moin, jetzt wäre aus Hamburg und heute gucken wir uns den zweiten Teil an von dem Animal Crossing Set 77050. Diesmal ist der Tom Nook dran. Hier ist dann jetzt sein Laden. Schauen Sie ja mal an, also coole Front. Hier vorne ist irgendwie so ein Kühlfach. Dann haben wir hier noch ein Schild, alles bedruckt, keine Aufkleber. Das gleiche auch für das Schild hier oben. Dann haben wir hier den Tom Nook selber. Der ist auch genau wie die Rosi super geworden. Hat auch wieder einen von diesen Kugelköpfen drauf. Hinten noch so ein Schwänzchen, das ist so ein Teil, was immer zwischen Oberkörper und Beine kommt. Coole Prinz, hat hier oben noch so sein Partymützchen auf. Und auch das Ding ist super geworden. Hier sehen wir mal, dass es andere Fenster sind. Das sind jetzt so Standardfenster zum Durchgucken. Da sind da zwei Türen nebeneinander. Hier haben wir einmal seine berühmte Kasse. Hier noch eine Gitarre, kleinen Eimer. Hier ist so eine Art Radio. Hier ist nochmal eine Pflanze, da haben wir einen Kühlschrank, auch komplett mit Milch und Fisch dabei. Oben noch so eine Kleinigkeit und das ist auch alles bedruckt. Also das ist schon mal schön, dass hier keine Aufkleber mit bei sind. Natürlich ist das jetzt auch nur so eine, sag ich jetzt mal, so eine Front. Wäre natürlich super gewesen, wenn der Laden halt abgeschlossen wäre, genauso wie der von der Rosie. Aber ich finde, dass das auch super gelungen ist und das sieht halt auch sehr genau wie im Spiel aus. Hier haben wir noch so einen kleinen Geldsack von ihm. Und da können wir mal eben schauen. Das sind jetzt Da verabschiedet sich schon was. Das sind jetzt mal beide Sets zusammen. Wie gesagt, er hatte auch diese Modularstruktur unten auf dem Boden. Das sieht man ja auch wieder so eine Platte, wo diese Teile mit eingelassen sind, diese grünen Plättchen. Und man kann die beiden jetzt natürlich miteinander verbinden und halt auch mit den Mario-Sets. Also insgesamt finde ich, dass dieses Set absolut super geworden ist. Es sieht klasse aus, die Minifiguren sind super, die beiden Bauten sind toll. Ich finde es auch gut, dass sie hier an der Anleitung so diverse Kombination noch mal vorschlagen. Das zeige ich hier noch mal. Und also wie gesagt, genau wie bei dem Laden von der Rosie gestern, ich finde, dass das ein super Set ist. Das ist leider viel zu teuer. Also insgesamt kostet das, was ich hier in den Händen halte, eigentlich 75 Euro. Das ist ein bisschen happig. Aber wie gesagt, so um die 50 ist das okay. Gerade wenn man sagt, okay, da sind jetzt noch die Minifiguren bei. Da sind sehr, sehr viele schöne Elemente bei. Da ist vieles bedruckt bei. Ich kann mir auch vorstellen, dass da viele einzelne Teile hinterher mal was wert wären. Also gerade diese bedruckten Teile, als auch diese eher speziellen Platten, die dabei sind. Und eben diese Kombinationselemente. Das ist schon schön. Hier ist noch das Teil, was sich gerade verabschiedet hat. Und guter Eindruck. Schönes Set, coole Box. Das ganze Thema ist super. Ich glaube, es gibt davon jetzt noch irgendwie drei weitere Sets. Da gucke ich nochmal. Entweder hole ich mir die Minifigur noch einzeln dazu oder die ganzen Sets, wenn die mal irgendwie im Sale sind. Also die anderen sind auch deutlich günstiger. Also die liegen also irgendwie bei, ich glaube, von 20 bis 40 Euro. Und das ist auch so vom Preispegel etwas besser. Ist natürlich jetzt so, dass sie hier das mit dem Tom Nook, den man am meisten haben will, natürlich auch das teuerste Set genommen haben. Aber ja, also an sich für das Set selber, da gibt es keine Beschwerden. Das ist super, das macht Spaß zusammenzubauen. Das hat ja diesen Duplo-Charakter auch in vielen Elementen. Die Dächer sind sehr, sehr kreativ. Also ist schön geworden. Gutes Set, sehr zu empfehlen, wenn ihr das irgendwo so im Sale seht. Ja, dann danke fürs Zuhören und schönen Abend noch und schöne Grüße aus Hamburg.